Hallo, hier ist Jan mit seiner Bewerbung zum Android Pit Gewinnspiel zu dem Galaxy Note, wo Tester gesucht werden für das Galaxy Note. Ich finde, ich sollte es werden, weil ich mich seit 2 Jahren mit Android befasse. Damals hatte ich noch gar kein Android-Handy, aber ich war so fasziniert von den ganzen Funktionen. Und ich befasse mich generell nur mit mobilen Produkten, hatte seit schon vor 3 Jahren so einen kleinen Pocket-PC von einem Ferienjob bezahlt, mein erstes mobiles gekauft, und dieser Pocket-PC hatte schon einiges drauf, war aber recht langsam, aber zu der damaligen Zeit war es mir halt noch nicht wirklich möglich in der Preisklasse vom iPod Touch. Ich konnte mich also entscheiden zwischen einem iPod Touch und einem Pocket PC, und ich habe mich dann halt jetzt für den Pocket PC entschieden. Man konnte sich Videos anschauen, im Internet surfen. Ich würde mich halt dafür bewerben, das Galaxy Note zu bekommen, um es auszutesten, alleine schon, um zu gucken, wie riesig so ein 5,3 Zoll riesiges, 5,3 oder 5,2 Zoll riesiges Display halt in meiner Hand liegen würde, und im Vergleich zum Galaxy S2 finde ich das schon einen guten Vergleichspunkt. Ich kann das nämlich direkt vergleichen, vor allem den Akkuverbrauch. Ich bin Schüler noch, wie gesagt, und mein Akku hält im Moment einen Tag lang, sogar manchmal ein bisschen länger. Und ich würde mal gerne wissen, wie viel dann das Galaxy Note, was ja dann ein riesiges Display hat, dann hält, wie lange das dann halten würde. Und baldiger Student bin ich auch. Also, ne, Galaxy Note, ich möchte ein Galaxy Note. Oder hätte ich vielleicht diese Brille aufsetzen sollen, während ich den Beitrag. Dann sehe ich ein bisschen anders aus, glaube ich, hä? Oder? Dann sehe ich bestimmt schlauer aus und werde vielleicht genommen für die Bewerbung, oder? Nein! Oh, wie mache ich mir denn jetzt Notizen? Hätte ich ein Galaxy Note, könnte ich alles abmalen. Stufen. Oh nein! Hätte ich jetzt ein Galaxy Note, könnte ich währenddessen Musik hören. Und ich frage mich, ob das Samsung Galaxy Note laut genug ist, um beim Duschen Musik zu hören.